Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Persona 5. Ich bin Simon Simafix und es ist wieder Zeit, weiter hier zu erforschen. Ja Leute, was ist beim letzten Mal geschehen? Wir waren hier unterwegs und haben versucht, das Herz von Futoba zu stehlen. Aktuell ist unser Ziel, an den ganzen gefährlichen Wachen hier vorbeizukommen. Das muss nicht überraschen. Nicht so wie der letzte Aufnahme-Session, wo uns einfach jeder überrannt hat. Aktuell sieht es aber auch nicht gut aus. Naja, Leute, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Eigentlich nicht so viel. Wir sind hier, durch den Dungeon gestromert. In der Hoffnung. Dass wir irgendwie weiterkommen. Es läuft bis jetzt halbwegs gut. Wir waren erst letztens, haben wir einen kleinen Zwischenstopp gemacht, aber. Die Gegner sind nervig. Ja, okay, Psy-Attacks. Ach, das heißt, wir hauen einfach drauf. Bäm! Denn wenn die gute Makoto 1 kann und natürlich Ryoji, dann ist das draufhauen. Sick. Und jetzt ist es Zeit für Mopsy. So, Mopsy. Mopsy ist mein neuer Lieblingsmove. Servus, Frienders. Ja, Joker, der ist einfach schon unbezahlbar, Mann. Nicht so hier wie Queen und... Wer heißen sie? Fox und wie sie alle heißen, Mann. Der Joker, der hat schon bisher noch mehr drauf. Naja, ich habe gerade keine Ahnung, wo wir gerade hin müssen. Also wir müssen erstmal den Hund hier ein bisschen davor zieht. In der Hoffnung, dass wir das überhaupt... Ob das, dass das überhaupt möglich für mich ist. Da hätte er uns fast wieder geschafft, Mann. Wir müssen uns unbedingt das nächste Mal ein paar Stealth-Tools craften. So. Oh. Warte, eure Schwäche war... Ach, scheiße, eure Schwäche war Wind. Das ist doof. Das ist richtig doof. Jetzt muss ich mit Maxi wieder meine ganzen, Moves raushauen, Mann. So, Mopsy. Ja, bringt mir nur leider nicht so viel, der Batten passt. Das ist halt immer das Problem. Ach Leute, Mann, es sind immer, ich habe immer die Charaktere dabei, wo ich die Schwäche nicht anvisieren kann. Das ist so typisch, Mann. Oder die Charaktere habe ich dabei und sie haben keine SP mehr, was natürlich auch mal sehr geil ist. Never see me coming. Ach Leute, mal zwei, drei Worte zum Persona 5 Soundtrack. Also, Persona, oh, schau mal. Ah, Makoto. Hat sie einen neuen Skill? Schade nicht. Zum Persona-Soundtrack, zum Allgemeinen. Also, Persona ist wirklich eine Spielserie, die immer einen sehr eigenen Soundtrack hatte. Schon immer gehabt hat. Aber halt wirklich auch immer einen der besten Soundtracks hatte. Also, ich denke jetzt da mal besonders an... Oh, jetzt bin ich eigentlich falsch gelaufen. Ich muss ja dahinter. Ich hätte, glaube ich, gar nicht mehr hin müssen. Wurscht. Verdammt, stimmt. Ich denke jetzt besonders sowas an... Devil Saga und so oder Lucifer's Call, die immer sehr düstere Tracks haben, aber nichtsdestotrotz großartige Tracks haben. Wir machen gleich weiter, aber erstmal reden wir hier mit der Futoba. Das war mir irgendwie klar, ja. Und dann nochmal diese lustige Sackfuck. Who dares to intrude up in the peace of this holy ground? This is the Pharaoh's tomb. No way disturb her slumber. Ja, komm, machen wir ihn fertig. Oh, mit Begleiter, das ist immer doof. Ihr wisst, Mudon. Squeak. Naja. Ich wollte wie gesagt sagen, Persona hat halt immer einen sehr eigenen Soundtrack, aber der war halt immer sehr gut, also und Chimiga mit Tensi im Allgemeinen. Wenn ich da wie gesagt an Digital Devil sage oder auch Lucifer's Course oder wie es bei uns schön heißt, Nocturne. Auf die arme Maus hier oder was. Alter, wie effektiv das war. Alter, geht halt nicht alle auf die kleine Maus. Jetzt muss ich mal hier mal Bufu raushauen. So. Jetzt legen wir aber mal los. Wir müssen später darüber reden. Jetzt müssen wir erstmal die Gegner fertig machen. So. Gerr.
So, ich glaube, Electricity ist deren Schwäche. Aber ich kann es kein... Wieso kann ich jetzt keinen Baton Pass machen? Verstehe ich jetzt nicht. Ich habe doch die Schwäche getroffen. Naja, dann halt nicht. Dann machen wir das halt auf die altmodische Art. Cheesa! Scheiße. Die Musik ist so krass, Mann. Also, ich kann gar nicht. Ich war gerade so fokussiert auf den Soundtrack, Mann. Sehr schön. No Probleme, würde ich mal sagen, hier mit Garula, Mann. Legen wir los, Mann. Auch mit der Ratte werden wir das schaffen. Aber es war's noch nicht. Wird noch ein bisschen unschön werden. So. Naja, Leute. Dann machen wir das halt auf die altmodische Art und Weise. Flashbomb! Schade. So. So. Bad Patana. Get them. So gehört sich das. So. Machen wir nur Garou, das reicht vollkommen aus. Wir müssen ja nicht unser SP zu sehr raushalten. Also wie gesagt, zum Soundtrack von Persona. Was halt immer an Persona geil ist, halt, es hat halt sehr viele, es hat halt so einen umfangreichen Soundtrack. Das ist halt immer so krass. Also es hat sehr viele so, ich sag jetzt mal, leichtere Soundtrack-Stücke, die man eben in der normalen Welt hört. Und dann hat es halt diese düsteren, ich sag jetzt fast epischen Soundtrack-Stücke. Geht aber halt nie wirklich in eine Richtung. Also es hat einfach so einen umfangreichen, grandiosen Soundtrack. Weh, du verwandelst mich. Oh. Alter Fox! Glaubst du, du kannst Fox verwandeln? So, Ryoji, Zeit, dich zu rächen. So. So, und jetzt war's das eh. Hau mal Garou raus. Und dann beendet man die Sache hier. So, gleichzeitig bedeutet das auch was Gutes, weil wir möglicherweise halt hier echt zum Ende des Tempels kommen. Aber die Frage ist halt, was uns am Ende erwarten wird. Naja. Hoppala! Aber ich schaff das nicht. Ach ja, scheiße. Stimmt ja. So, auf wen mache ich das? Machen wir mal mit Fox. Er hat schon starke Attacken. Hier, Heavy, genau. Alter, was? Hä? Okay. Der ist doch eh gegen alles immun. Ach, weißt du was? Leck mich. Nee, ich hab keinen Bock. Jetzt ist eh schon vorbei. Machen wir nochmal. Keine Ahnung, einfach mal. Was können sie? Onga ist zwar auch nicht effektiv. Ich könnte nur eine Sache versuchen. Aber das wird auch nicht klappen. Instant Death Attacks, aber... Die Chance, dass das klappt... ist, glaube ich, sehr gering. Oh nein, 18 SP, das ist mir zu viel. Ich habe doch das auch sicher mit jemandem, der nur einen trifft, oder? Bla, bla, habe ich auch keine Licht-Attacks. Aber ich will es nicht... Na, ich setze es nicht... Ah doch, hier, Hammer habe ich ja. Klappt eh nicht. Block. Ja, und? Sollen sie also? Heilen wir, weil das müssen wir eh machen und dann hau ab. Das war eine scheiße Aktion. Wir hätten es aber schlauer machen müssen, aber dafür hätte ich die Morgana in der Party gebraucht. Weil wir hätten einen Windbreak machen müssen und dann hätten wir voll mit Winterattacken angreifen müssen. Ah, seht euch das mal an. Also hier können wir jetzt runterhüpfen, das will ich natürlich nicht. Aber jetzt sind hier so schöne unsichtbare Plattformen.
Warte mal. Ah, da kommen wir her. Da will ich aber nicht hinjumpen. So, da will ich hin. Oder kommen wir daher? Es ist... Und bleibt ein Kreuz. Scheiße, da kommen wir her. So. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. So. Ha? Da. Da, oder? Ha? Klar, da. Wir können... Komm. Da kannst du doch hinjumpen, oder, mein Freund? Ansonsten weiß ich jetzt gerade nicht, wo es lang geht. So, we need a gem from the Anubis Statue. Let's get looking. Ach, scheiße. Ach so, ja, okay, stimmt. Das macht natürlich Sinn, wenn wir wieder... Oh, nee. Ich muss jetzt echt den ganzen Weg nochmal rumlatschen, um eine von diesen doofen Statuen zu suchen. Ist jetzt aber nicht dein Ernst. Können wir da nicht irgendwas rausziehen? Oder? Ach. Ah, was haben wir denn hier? Da haben wir noch einen kleinen Geheimgang. Bitte. Ja, sehr schön. Oh, ich hatte jetzt echt Angst, dass wir einen irgendwo komplett übersehen haben. Ja, komm, und dann kommen wieder Todesfallen. Ist klar. Oh, keine Todesfallen, sehr gut. So. Alter. Nein! Scheiß. Hässliche Spiel. Und genau gegen den gegangen. Die sind mir sehr wurscht, aber der Typ, der macht mir Angst. Sehr geil! Alter Falter, hat der gesessen, Mann. Block Miss Missile. Ja, so kenne ich dich schon. Ja, ist geil. Ich muss den Daumen bekommen. Und zwar, die anderen sind ja kein Problem. Die mache ich mit Garou kaputt. Aber der. Oh! Ist es wieder geil getimt alles, Mann. Ich vergesse immer wieder, dass immer, wenn ich diese lustige Statue mache, dass da immer wieder die kommen. So, jetzt ist er down. Das heißt, bekomme ich Körper bekommen. Nein! So, Zionga. So, immer mal getroffen. Bufulu? Ja! So, jetzt Garou. Und jetzt eine... Ah, ich kann keine starke physische Attacke machen. Kann ich im Bettenpass machen? Kann ich auch nicht machen. Keine Ahnung. Ja, ich kann Garula machen, aber es bringt mir halt hart nichts mehr. So, wo habe ich denn? Erstmal Kinky. Ist schon Risiko. Genau deswegen. Game over.
So, liebe Leute, wir sind wieder da. Ich habe jetzt hier nochmal neu gespielt, nachdem ich mich kurz aufgeregt habe. Nochmal kurz den werten Herrn hier besiegt und jo. Nun, sind wir wieder da, ohne uns aufzuregen. Ich habe mich doch ein bisschen wenig aufgeregt, Mann. Das war auch scheiße, Mann. Ich vergesse immer, dass diese doofen Deppen immer kommen und mich fertig machen wollen. Naja. So, egal. Alles im akzeptablen Bereich. Erstmal mit Morgana heilen, nicht mit Maxis. Wäre schon mal eine ganz gute Devise. Mir ist aufgefallen, er tut immer versuchen, Yusuke hier zur Maus zu machen. Finde ich lustig. Yusuke wird scheinbar nicht gemocht von hier, diesen merkwürdigen Dämonen. Nun gut, nehmen wir uns den Jam. Diesmal passen wir auf und dann kriegen wir das schon hin. Und wie gut wir das hinbekommen haben. Aber ist ja wurscht. Hauptsache, wir sind schon mal nicht mehr umzingelt und es sind schon mal nicht zwei. Egal, komm, haben wir mal Frey raus, Mann. Bam. So. Diese Mega-Attacke, sie ist so überpowered. Ich würde den so gern fangen. Aber ich wüsste nicht wie. Ja, genau, Defense, hab damit der Kampf noch länger dauert. So. So. Mach dich platt. Dann Giant Slice. Nicht Giant Slice, mein Slice. Vielleicht klappt der auch mal irgendwas. Das wäre schon geil. So, Garou. Sehr gut, aber das bringt mir nicht mehr viel. Und ja, jetzt ist die gute Frage. What Momo? Am besten ihn töten, wäre nicht schlecht. Egal. Ja, physische Attacken ist doof jetzt. Ach Leute, das ist alles richtig doof, Mann. Jetzt muss ich drei Runden, kann ich jetzt nur mit Magie angreifen. Und es zieht trotzdem so wenig ab. Und er macht halt Schaden ohne Ende, das Viech. So, Xianga. Ich spekuliere drauf, dass wir ihn vielleicht einfrieren. Das wäre sehr geil. Genau. Media. Damit man immer nicht down gehen, wenn er seine nächste Attacke raushaut. Ja, ich kann leider nur Diorama, schade. So, Alter, er spammt einfach die Drecksattacke. Nein! Komm schon, Schock oder irgendwas. So, Media. Sollte keiner sterben. Ich hoffe es. Ja, doch. Er hat Mut und was. Das ist auch gut. So, und jetzt. Bam! Das ist dafür, dass du mich beim letzten Mal getötet hast, Mann. So. Rache ist süß. Und dein Tod hat mir sehr viel Vergnügen bereitet. Und gleich nochmal ein Level Up. Was will man mehr? So. Spawn dann nochmal 1000 Gegner. Nö, oder? Wir sollten glatt nochmal speichern, oder? So, wenn wir jetzt hier lang gehen, jetzt haben wir nochmal die Chance, uns hier den Kleinen zu schnappen. Ah, oh, wieso heile ich immer mit Maxi? Dir. So. Und zack, jetzt kommt hier das. Oh, hier kommt kein Juwel. Schade, hat man beim letzten Mal wohl mehr Glück als jetzt. So. Bam, 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 bam. Dann setzen wir den Juwel ein. Und ein neuer Weg öffnet sich uns. So. Strange, aber cool. So, dala. Aufpassen, dass uns die Anubiswächter nicht hier den Chaos machen. Im Endeffekt sind wir hier richtig. Im Endeffekt müssen wir hier gar nichts mehr machen, oder? Also diesen Weg, ich verstehe. Ah, wir müssen einfach nur vorjumpen, ja. Ah, super. Super. Und das war's, liebe Leute. Da ist nochmal eine Kiste als Belohnung. Und dann bin ich jetzt glücklich, Mann. Das war doch jetzt ein wenig nervenaufreibender, als nochmal ich mir gewünscht hätte. Ich denke, wir sind jetzt. Wir könnten schon fast mit dem Dungeon auch übrigens durch sein. Wir sind schon weit gekommen. So, jetzt klettern wir auf irgendwelche Köpfe drauf. Oh, Leute, ihr seht. All die Lichtstrahlen, die wir hier gesammelt haben, laufen hier zusammen. Das lässt sehr danach ahnen, dass wir hier wirklich am Ende angekommen sind. Und jetzt wird wahrscheinlich einmal noch hier dieses schöne Puzzle-Rätsel kommen. Und dann, wer weiß.
Genau. Habe ich mir jetzt fast gedacht. The mural should display on the front wall now, right? I'd expect so, Joker, if you please. Aber nur weißt du bist Makoto. Wait, what? I can't even begin to tell what this one is. It may be a rather difficult puzzle for us to solve. Naja. Muss trotzdem sein. Okay, wir haben unten hier als Hilfe die Bilder. Oder kann ich die, warte mal. Die da ganz unten kann ich gar nicht bewegen. Also hier kommen schon mal sicher die Beine hin. Das ist wahrscheinlich hier wieder Futterbassen Mutter. So. Makoto zupft ihren hier und will irgendwas von ihr. Die Frage ist natürlich, was? Eigentlich wollte ich das gar nicht dahin tun. Ach, egal. So, da ist Futterbass Kopf. So. Ah! Na, das ist da unten, das stimmt sogar schon. Gut, sehr geil. Jetzt müssen wir nur noch das hier in die richtige Reihenfolge bringen. So. Keine Ahnung, was das da oben sein soll. Aber, ja, das stimmt sogar alles hier. Ist nur noch das hier. Ah, natürlich, das muss dahin. Oder dahin. Sehr gut. Ha, ein Bild fehlt irgendwie. Ah, jetzt. Yes, we finished it. Was hat das zu bedeuten? A child pulling on the mother's clothes. Dass die Mutter von ihr so viel gearbeitet hat und Futterbass eben wollte, dass sie aufhört, so wie sie aussieht. Mom. Oh. More voices. I'm tired of eating dinner alone all the time. It's always just convenience store bentos. I wanna go somewhere. Take me on a trip. The one clinching to her mother would be Futterbass, right? Don't be so selfish. You know I'm working hard to support you, right? Und wieder hier auch ein schreckliches Bild gesehen. Aber so ist das nun leider. She seemed pretty angry. Is that the maternity neurosis that the voice from earlier mentioned? I thought it was pretty normal for a child to want to spend time with their parents, though. Yeah, looks like Futterbass was a pretty lonely kid growing up. So this incident compounds, forcing her mother to suicide. I must die. Hmm? I killed her. That's why I'm here in this tomb. Don't say that! I will die. Futterbass-chan! Why did she get so quiet all of a sudden? What happened to that snarky personality? Could her heart perhaps be growing weaker? We have to run safer! Genau das wollte ich auch gerade sagen, Mann. Jetzt ist keine Zeit hier auszuruhen. Jetzt ist Zeit, so schnell wie möglich hier Futterbass zu retten. Und wir sind auf einem sehr guten Weg. Denn das... Oh. It's open. But that's... ich wollte es gerade sagen. Das ist wahrscheinlich hier jetzt das letzte Portal gewesen. Okay, gut. Hier nochmal eine Pause machen. Wir haben ja schon mal gespeichert. Speichern wir nochmal. So, Level 33. 41 Stündel. Und keine Zeit zum Ausruhen. So, jetzt ist die Frage, gehen wir da rein? Ah, wir gehen da rein. Schauen wir uns mal die Tür an. Hey, this ain't opening. Think there's a way to open it somewhere else? This door. It looks familiar. Oh, Futaba's room. That's it. Why ain't it opening? It must be her cognition that no one can enter it. I'm surprised that you made it this far. Beyond lies the Pharaoh's chamber. So the treasure's still here? Indeed. However, you need my permission to open this door. Then open it for us! I cannot. You must have her invite you in. What the F? Ain't this your palace?
What's she mean, Mona? The shadow is Futaba, but not Futaba herself. In other words, we need the real Futaba's permission. So we need to have Futaba-chan open her room and let us in? Considering that you made it all the way here, you may be able to do it. Looks like we'll have to return to reality once. But I remember Boss saying that she won't let anyone in. Right. She's a serious shut-in. How will we convince her to allow us entry? Standing around here won't help. We'll just have to give it a try. That's what she wants, after all. I think that we should do it too, even if it means we have to force ourselves in. Someone sure is stoked about this. We have no choice but to sneak in again. Joker, it's your call when we do this. Make sure you think of some excuses just in case Boss catches us. We're counting on you, leader. On that note, is everyone clear on what needs doing? Oh, that reminds me. Give me the calling card. The one Alibaba sent us. What are you going to do with it? We're the Phantom Thieves, you know. We gotta announce this. If the treasure's there when we get the room open, giving this to her will let us take it right away. Queen, help me think of what to write. I suppose. We got this covered. You decide on a good time we barge into her room. That's all you. So, also im Endeffekt müssen wir nur noch die Calling Card schicken. Wir schauen uns aber trotzdem hier an, was hier ist. Wird wahrscheinlich auch noch ein kleinerer. Oder war. Ah, wir waren ja schon. Das macht natürlich Sinn. Trotzdem, die schnappe ich mir noch. Ah, Leute, jetzt haben wir noch so viel Erfahrung. Jetzt könnte man. SP, jetzt könnte man eigentlich noch hier schön grinden, aber. Na, Leute. Hauen wir noch ein bisschen die SP raus und dann poppen wir uns raus. Ein ziemlich cooler Dungeon, also mir hat er persönlich sehr gut gefallen. Einfach dieser Weg, einfach, dass du von Anfang an weißt, da hinten ist das Ziel. Leider hat uns jetzt hier eine verschlossene Tür erwartet, aber das ist natürlich wieder was anderes. Und nun, ja. Müssen wir es nur noch hier rausschaffen. Batman Pass. So. Mal, ich will mal Mamudo machen. Lustig. So, dann mache ich ja Mapsi. So, jetzt lass nicht mehr. Landsaid! Sie ist. Alter, sie ist meine Lady, Mann, Landsaid, Mann. Die in dem Dungeon, Mann, hat die mir so oft hier geholfen. Und ja, eigentlich sind wir ziemlich gut durchgekommen jetzt. Zack. So, einfach nochmal, damit wir sehen, dass wir gut kämpfen können. So, gibt nochmal Level Up. Schade, wäre schön gewesen. Und jetzt haben wir 0%. So. Okay, Leute, na, ich habe jetzt keine Lust mehr, hier noch großartig zu grinden. Ich meine, wir könnten es und es wäre auch sicher sehr sinnvoll, wenn wir es machen würden, aber... Nee, Leute. So, wir schicken jetzt unsere Calling Card. Und dann heißt es, hoffentlich, dass wir hier Futabas Herz ändern können. Ob das so glatt laufen wird, ist natürlich wieder was anderes, aber das werden wir dann sicher noch merken. So, wieder rein zum Pyramideneingang. Und Roster. Davon nochmal schnell in den Velvet Room. Guten Tag. Dankeschön für den netten Einlass. Ach, Margaret war schon ein bisschen netter als die beiden hier. Muss ich schon mal sagen, aber wir waren auch bei Margaret, waren wir kein Gefangener in Persona 4. Und wie ist sie? Elizabeth aus Persona 3. Ja, die war auch nicht so nett. Register. Jo. Kinky. Der ist badass. So. Können wir noch was Cooles fusionieren? Schauen wir mal. Flauros sieht scheiße aus. Der sieht so cool aus, Mann. Der sieht cool aus. Könnte man sicher, wenn wir uns die Mühe geben würden, könnte man da was Cooles fusionieren, aber ich bin jetzt so faul. So. Der sieht scheiße aus.
Elam, das ist schon interessant. Takushi Mitama, aber das ist mein bester. Len Satan. Ne. Chatuya. Oh, den kenne ich. Der war immer ein. Der sieht eklig aus. Chatuya, der war immer ein Devil Saga. Im letzten Dungeon war der. Der sieht hübsch aus. Ich freue mich schon. Irgendwann werde ich ja versuchen, Persona 4 Platin zu spielen. Persona 5 Platin zu spielen. Eigentlich nicht. Und ich sehe schon kommen. Oh, Nigi Mitama, der sieht hübsch aus. Und da werde ich dann alle Personen fusionieren müssen. Das wird sehr schön. So, Matador. Naja, es gibt Schlimmeres. Anzu und Jack Frost. Jack Frost und Barif. Lance Satan. Ortus und Barif. Sieht eigentlich cool aus. Aber, ich wollte ja Matador eigentlich haben. Bist du gemein? Ja, dann fusioniere ich halt nix. Wenn ihr mir das verbietet, dann machen wir halt nix, Mann. So, bevor ich mich mit euch anlege, Mann, immer diese negativen Kommentare. Ja gut, dann habe ich auch keinen Bock mehr, fusioniere ich nix mehr. Servus, ich hau jetzt ab. So, auf Wiedersehen. We secured our route to the treasure. Do you want to get out of here? Yes. So, verlassen wir den und dann ist es Zeit, die Calling-Card zu schicken. So, jetzt schauen wir mal. Bam, 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 bam. Und das war's eigentlich. Hätten wir doch im letzten Durchlauf machen können, hätten wir uns einen Tag gespart. Ach, Leute. Nicht so negativ sein. We finally secured our route to the treasure. All we need to do now is send a calling card. So we've made it, but there's no turning once the calling card is out. Failure is not an option. Is there anything left to do, Joker? Let's make sure we take our time going forward. Na Leute, wir schicken die calling card. Wir sind die Fantasies of Heart. Net of Brain. Wir machen alles impulsiv. So, Leute, aber impulsiv machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter mit Persona 5 und dann schauen wir mal, was uns als nächstes erwartet. Bis dahin, haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.